Damit wir mit Modden in der 1.18 wirklich anfangen können, müssen wir das Ganze erstmal installieren. Daher werden wir jetzt erstmal Fabric installieren und anschließend auch noch so ein bisschen die Basisklassen und alles erstellen. Halt das ganze Zeug, was man für den Anfang braucht, damit man dann mit dem Modden auch richtig anfangen kann. Die Installation von Fabric ist tatsächlich relativ einfach, denn ihr müsst erstmal hier hingehen auf den Fabric Example Mod, der ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, das ist hier einfach so, auf GitHub kann man den hier einfach finden, da sagen wir hier einfach Code und downloaden uns das eben mal, das speichern wir uns einfach irgendwo hin, dann habt ihr hier in eurem Download-Ordner, habt ihr hier den Fabric Example Mod und dann extrahieren wir den einfach mal hier in den Downloads-Ordner und gehen dann hier rein und haben dann hier entsprechend diese Dateien. Dann öffnen wir uns einfach irgendwo einen Ordner, wo ist relativ egal, halt da, wo ihr eure Modding-Umgebung haben wollt. Sagt dann hier einfach, machen wir mal hier einen neuen Ordner. Den nennen wir jetzt in dem Fall Tutorial. Und da ziehen wir das dann erstmal einfach alles rein von dem Examen-Mod. Und was wir dann machen müssen, ist, wir müssen hier in diese Gradle.Properties-Datei gehen. Also hier in dem Fall einfach als Gradle angezeigt. Ihr müsst halt gucken, Type-Properties-Datei. Die öffnet ihr mit einem x-beliebigen Texteditor, ist relativ egal, wie der heißt. Und dann sagen wir hier einfach an der Stelle, dass ihr es nicht com-Example, sondern sagen wir hier com in dem Fall brickmotion.tutorial. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Und dann sagen wir hier nicht fabric-example-mod, sondern wir sagen hier einfach mal tutorial. Mod. Das ist dann unser Archive Base Name hier. Und das ist es im Grunde auch schon gewesen, was ihr hier drin machen müsst. Was ihr dann jetzt noch machen müsst, das ist dann abhängig von dem Programm, mit dem ihr arbeiten wollt. Wenn ihr mit IntelliJ arbeitet, dann ist das alles ein bisschen anders gemacht, als ich das jetzt hier zeigen werde. Ich habe hier immer noch Eclipse installiert, aber ich werde dann entsprechend einfach den Link, wo das Ganze erklärt ist, für IntelliJ, werde ich in die Beschreibung packen. Da könnt ihr das dann nachlesen. Für Eclipse müsst ihr hier mit der PowerShell anfangen und sagt ihr einfach .slash Gradle W, das Punkt Slash, das hab ich ja schon mal erklärt, das funktioniert in der PowerShell, muss das irgendwie da sein, ich weiß auch nicht warum. Und dann sagen wir hier Eclipse. Und dann startet er, aber er scheitert ziemlich schnell daran, dass er hier dann plötzlich sagt, ja, Moment mal, hier Java 8, das ist aber mittlerweile, ist das nicht mehr, geht das nicht mehr, da musst du schon eine neuere Version haben, weil Moirat hat sich mal gesagt, ach Mensch, Java 8, das ist ja jetzt irgendwie bestimmt 10 Jahre alt oder sowas. Wir sollten vielleicht langsam mal auf neueres Java umsteigen und entsprechend, wenn ihr nicht gerade schon in der 1.17 programmiert habt, wo man auch mit Java 16 arbeiten kann, dann geht das nicht mehr, dann müsst ihr das hier nochmal entsprechend ändern. Entsprechend gehen wir hier einfach mal auf die Java-Download-Seite und da seht ihr schon Java SE 17 gibt es tatsächlich schon. Das nehmen wir natürlich auch entsprechend besser mal. Sie haben ja gesagt, Java 16 oder höher, das ist euch überlassen, aber Java 17 ist die neueste, ist der neueste Stand der Technik. Dann müsst ihr hier einfach eins von den ganzen Dingern auswählen. In dem Fall würde ich jetzt sagen, hier Windows x64 Installer. Die anderen ganzen Dinge, die es hier gibt, Linux, macOS, Windows, MSI Installer, was weiß ich, das hängt halt davon ab, was ihr für ein Betriebssystem habt. Aber in meinem Fall ist es der Windows x64 Installer. Da sagt er mir jetzt natürlich, ja, Moment mal, das ist ja schon installiert hier bei deinem System, das machst du jetzt nicht nochmal. Bei euch würde das natürlich so nicht stehen, wenn ihr es nicht schon installiert habt. Also müsst ihr entsprechend noch installieren. Und was ihr dann macht, ihr geht hier auf die Umgebungsvariablen, denn Windows muss ja auch wissen, dass ihr ja gar nicht mehr auf dem alten hier seid. Da seht ihr hier schon in der Java Homeware-Sache hier, das hatte ich ja damals schon in dem alten Tutorial erklärt. Das bearbeiten wir an der Stelle einfach mal. Wir gehen dann einfach hier auf wahrscheinlich C, Programme, Java und müssen dann hier entsprechend die richtige Version raussuchen. In dem Fall ist das hier JDK 17.0.1. Das hier war das alte, was wir benutzt haben. Das hatte ich auch für die 1.17 hatte ich das installiert. Ich glaube, die JAE gibt es überhaupt nicht mehr. Also zumindest finde ich sie hier auf der Java-Seite nicht mehr. Ich glaube, es ist mittlerweile alles einfach JDK. Und entsprechend müssen wir dann hier, sagen wir hier bei dem Bin-Ordner, wieder Eigenschaften, kopieren uns diesen Pfad und ersetzen den hier entsprechend drin in der Java-Home-Variable und hier in der Path-Variable war er ja auch drin.
Da haben wir hier, genau, da unten haben wir diesen Eintrag und da ersetzen wir einfach alles vor dem Bin einfach mal und haben damit unsere Umgebungsvariable verändert. Dann gehen wir wieder zurück in unseren Ordner und versuchen das Ganze doch jetzt nochmal. Und ihr seht vielleicht, es stürzt nicht sofort wieder ab, weil wir jetzt natürlich die richtige Java-Version drin haben. Wie gesagt, wenn ihr IntelliJ benutzt, dann macht ihr statt diesem ganzen, was ich da für Eclipse gerade zeige, dass ihr dieses Grave Eclipse eingibt, einfach hier, habt ihr hier so eine kleine Beschreibung, die könnt ihr einfach dann befolgen. Das ist alles ein bisschen komfortabler gemacht, dass man das wirklich dann in IntelliJ einfach macht. Es sei nur mal genannt, lest euch das dann in dem Fall einfach selber durch oder sucht einfach mal auf YouTube. Da gibt es bestimmt auch das ein oder andere Tutorial, wie man das macht. Wenn ich eins selber finde, dann kann ich euch das natürlich auch nochmal hier verlinken an der Stelle. Aber auf jeden Fall mit Eclipse funktioniert das so, dann seht ihr hier, jetzt haben wir hier Erfolg gehabt. Dann müssen wir ganz wichtig außerhalb des Ordners, wo wir sind, hier mal einen neuen Ordner anlegen für Eclipse und sagen hier jetzt einfach mal Eclipse blablub. Oder keine Ahnung, Eclipse Umgebungen. Halt irgendein Ordner, der nicht innerhalb des Ordners ist, wo der das ganze Zeug rein installiert hat, muss es sein. Da machen wir hier in dem Fall jetzt einfach den Tutorial. Und dann starten wir hier Eclipse und öffnen dann entsprechend diesen Ordner, den wir hier gerade erstellt haben. So, da den einmal öffnen und Launch. Und da sehen wir hier natürlich erstmal, ja, hier ist nicht so viel los, denn wir müssen das Ganze auch erstmal importieren. Nicht exportieren. Exportieren können wir hier schlecht, wenn da nichts drin ist. Wir müssen das schon importieren, und zwar ein generelles, und zwar ein existierendes Projekt importieren wir jetzt einfach mal. Da browsen wir jetzt mal, nicht in der Eclipse-Umgebung, sondern in dem Tutorial. Und zwar, ja, das war's dann auch schon. Dann finishen wir hier und dann habt ihr hier Tutorial. Da hat er irgendwo ein Problem. Zwei Errors hat er hier noch. Das liegt wohl daran, dass wir hier noch bei Eclipse natürlich auch eingeben müssen. Ja, Moment mal hier. Der kennt ja noch gar nicht die neue Java-Version. Deswegen gehen wir hier unter Preferences, Java, Install JREs und dann adden wir doch mal eine Standard-VM. Gehen dann hier in unseren Programme Java und JDK 17 ist das. Da müssten wir einfach nur den Ordner hier auswählen. Finish und nehmen dann das hier. Wir gehen dann hier, wir müssen das hier noch auswählen, gehen dann hier Properties und dann gehen wir hier Java Build Path, gehen dann hier auf Libraries und den da removen wir. Fügen dann eine Library hinzu, sagen hier das einfach. Finishen und dann ist der Fehler auch weg. Das ist jetzt alles natürlich entsprechend nur, wenn ihr nicht schon vorher mit dieser Java-Version hier gearbeitet habt. Was machen wir denn jetzt? Jetzt können wir hier erstmal sagen, hier netfabric mc-example. Wir machen erstmal ein neues Package, nennen das hier com.brickversion.tutorial. Und sagen da eine neue Klasse. Und die nennen wir jetzt einfach Tutorial. Ja. Das so nennen wir sie einfach. Währenddessen hier diesen Mix-In da, den können wir schon mal löschen. Den brauchen wir überhaupt nicht. Sagen wir hier jetzt Implements und zwar den Mod Initializer. Den importieren wir da. Hier einfach den da. Und dann sagen wir hier die unimplementierten Methoden packen wir rein und dann haben wir hier unsere Basisklasse tatsächlich schon für den Mod und in der werden wir dann alles Mögliche machen. Hier, das da kann weg, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Eine Sache ist noch wichtig, ihr müsst hier noch in den Source Main Resource, da habt ihr hier nämlich dieses Fabric Mod JSON Datei. Ja, und die müsst ihr jetzt natürlich auch noch entsprechend anpassen. Da sagen wir hier einfach mal, der Name, das ist nicht Example Mod, sondern der ist einfach Tutorial. Den könnt ihr natürlich nennen. Beschreibung, ja, toller Mod. Blablub. Schreibt da einfach irgendwas rein, was euch halt gerade in den Sinn kommt. Hier das Icon, da könnt ihr dann natürlich auch noch ein Icon-Bild einfach einfügen. Das muss dann hier, glaube ich, auch in diesem Assets hier drin sein. Da haben wir das Icon Essence Mod ID. Da ist dieses Icon. Das ist in dem Fall, sieht das
sehr schön aus. Ich muss schon sagen, da hat sich der Entwickler richtig Mühe gegeben bei dieser Grafik. Ja, da macht ihr halt einfach irgendeine Grafik erstellt, die packt da rein. Nennt sie am besten einfach genauso. Ihr könnt sie auch anders nennen. Da müsst ihr hier halt einfach den Wert ändern. Aber das ist dann euch überlassen. Und natürlich den Entry Point. Das ist jetzt vielleicht noch wichtig. Der ist nämlich nicht net.fabricmc.example.examplemod, sondern der ist in dem Fall com.brickmotion oder wie auch immer euer Name da entsprechend ist, .tutorial und dann hier natürlich einfach Tutorial. Einfach genau der Name, den ihr hier für diese Datei verwendet habt, gebt ihr da ein. Mix-Ins haben wir keine aktuell, dazu kommen wir dann irgendwann in einem späteren Tutorial mal, was die Mix-Ins denn jetzt schon wieder sind. Suggests, da könnt ihr, glaube ich, irgendwelche Mods reinpacken, die der braucht oder sowas. Da werden wir dann auch entsprechend noch irgendwann drauf ankommen. Hier die Dependencies, das sind einfach, ja, der Fabric-Loader ist halt die Version von Fabric. Fabric haben wir ja nochmal, Minecraft ist 1.18, in dem Fall Java ist größer gleich 17, weil das die Version ist, die wir installiert haben. Und ja, das sind hier diese Entry Points. Das heißt, da können wir schon mal ein bisschen Vorarbeit natürlich machen auf spätere Tutorials und sagen hier nämlich schon mal Entry Points. Da gibt es nämlich nicht nur den Main, sondern da haben wir prinzipiell auch noch andere. Nämlich haben wir da einmal die Datei für Client. Da werden dann halt spezifisch Client-lastige Sachen werden da drin übernommen. Also zum Beispiel irgendwelche Grafikrenderungen, was man halt auf dem Server jetzt nicht braucht. Da sagen wir einfach com.brickmotion.tutorial.tutorial.client. Ja, die Datei gibt es natürlich aktuell noch nicht. Die erstellen wir hier entsprechend auch mal eben noch. Tutorial. Wenn ich denn schreiben könnte. Tutorial Client machen wir hier noch und der implementiert, ich glaube, Mod Client Initializer heißt es. Nein, heißt es offenbar nicht. Dann war es wahrscheinlich Client Mod. Genau, so rum hieß er. Der Client Mod Initializer war es. Dem fügen wir auch seine unimplementierten Methoden gerade hinzu. Und wenn, wo wir schon dabei sind, machen wir doch gerade auch mal eine Tutorial-Server-Datei. Die, muss ich sagen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, in welchem Zusammenhang man die speziell benötigt. Aber der Vollständigkeit halber will ich sie einfach gezeigt haben. Ihr braucht die jetzt nicht unbedingt beide machen, diese Sachen. Das hängt halt davon ab, was euer Mod tun soll. Da werde ich dann entsprechend in späteren Tutorials noch drauf eingehen. Also, wir machen das jetzt einfach als Vorarbeit für Tutorials, in denen die dann vorhanden sein muss. Ihr müsst diese Dateien jetzt nicht speziell einfügen. Ihr könnt es auch einfach bei der Main erstmal belassen. Ja, die aber hier, Tutorial Server, die implementiert eine Server Mod Initializer. Nein, tut sie nicht, denn die hat natürlich wieder einen anderen Namen, warum auch immer. Die heißt Daddy. Dedicated Server Mod Initializer. Keine Ahnung warum. Die können wir jetzt implementieren und sagen hier auch noch die unimplementierten Methoden. Packst du da auch noch rein. Und hier entsprechend sagen wir, das kopieren wir jetzt einfach mal schnell, sagen hier Server. Und das ist die Tutorial Server. Ja, prinzipiell gibt es auch noch einen weiteren, der heißt Pre-Launch, also geschrieben Pre-Launch. Der macht irgendwelche Sachen dann, bevor das generelle Spiel geladen wird, aber ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Zusammenhang man diese Methode jemals braucht. Da wird auch extra noch auf der Fabric-Seite gesagt, die ist eigentlich jetzt nicht für generelle Mods, also das ist wirklich nur für sehr fortgeschrittene Sachen, wird die wahrscheinlich irgendwann mal gebraucht. Die lasse ich jetzt an der Stelle einfach mal weg, weil ich wüsste jetzt wirklich nicht, in welchem Zusammenhang man die mal jemals brauchen würde. Wenn es ein Tutorial gibt, wo wir die dann mal irgendwann brauchen, dann fügen wir sie halt noch ein. Aber jetzt beschränken wir uns erstmal auf die beiden, weil das sind im Zweifel die, die man am ehesten noch brauchen wird. Client und Server, wie gesagt, könnt ihr weglassen erstmal.
Braucht man am Anfang nicht, aber vielleicht für spätere Sachen, die dann in späteren Tutorials kommen, werden die nochmal relevant sein. Deswegen sei es einfach an der Stelle mal gesagt. Was natürlich noch wichtig ist, ihr dürft natürlich nicht vergessen, hier die ID, die muss natürlich auch eure Mod-ID sein, nicht einfach Mod-ID, also in dem Fall einfach Tutorial. Entsprechend sagen wir hier auch beim Icon Tutorial als Speicherort. Und wir ändern hier entsprechend auch nochmal hier den da. Hier Refactor Rename, das ist nicht Assets Mod ID, sondern das ist in dem Fall Assets Tutorial. Dann dieses Mod ID Mixins könnt ihr einfach löschen, das brauchen wir aktuell nicht, weil wir haben gerade keine Mixins. Entsprechend kann das auch einfach weg. Und was wir vielleicht auch noch machen gerade, damit wir später das nicht vergessen, wir sagen hier noch Public Static Final String Mod ID. Und die ist in dem Fall einfach Tutorial. Dann haben wir unsere Mod-ID nämlich hier schön als Variable einfach im Mod vorhanden. Ist immer ganz praktisch, wenn man das hat. Aber das könnt ihr auch weglassen. Ihr könnt auch einfach immer dann, wenn ich Mod-ID sage, könnt ihr einfach die ID hinschreiben. Aber so hat man es halt zentral. Das ist vielleicht einfach besser. Ja, und ich glaube, damit haben wir es dann auch eigentlich schon. Was wir natürlich noch gucken müssen, ist, wie können wir das Ganze denn jetzt laufen? Also, glaube ich, müssen wir in unsere Run Configurations gehen und dann sagen wir einfach hier den Tutorial Client, den runnen wir jetzt mal. Ihr seht hier Minecraft 1.18 Fabric modded. Ja, ein Mod Unterpunkt gibt es jetzt offenbar nicht in der Fabric Version. Das ist ein bisschen schade, weil da sieht man halt nicht, ob es funktioniert hat, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es funktioniert hat. Wir erstellen jetzt hier einfach an der Stelle eine Welt. Ja, da erlauben wir mal Cheats. Da machen wir einfach mal Creative. More World Options. Ja, passt, glaube ich, alles so. Und dann sehen wir hier eine schöne 1.18 Welt hier mit extremen Klippen, an der wir hier gespawnt sind. Das ist ja auch, das sieht auch irgendwie komisch aus, als wäre es nicht gewollt. Aber offenbar ist es so gewollt. Denn wir haben jetzt keine alte Welt. Ihr habt ja gesehen, wir haben sie erstellt neu. Und dann würde ich sagen, machen wir dann in den nächsten Tutorials damit weiter, dass wir dann auch tatsächlich Sachen hinzufügen. Und ja, das war's dann von diesem Tutorial. Tschüss.